Hallo, wir sind Andrea, Miriam und Karol von Samyoga und möchten euch jetzt zu einer kleinen Yogastunde einladen. Schön, dass ihr da seid. Namaste. Wir freuen uns. Komm in einen guten aufrechten Sitz. Zieh gerne nochmal die Sitzbänke zur Seite und ruckel dich so ein bisschen zurecht auf deinem Platz. Leg zunächst die Hände auf die Knie, auf die Oberschenkel, atme aus und erde dich. Dann atme ein, zieh die Schultern hoch. Mit dem Ausatmen lass die Schultern nach hinten und unten kreisen. Noch einmal tief einatmen, Schultern hoch. Durch den Mund aus. Mach das noch einmal für dich, großzügig. Und dann lass die Schultern ankommen, hinten und unten. Leg für einen Moment die linke Hand in den Schoß, die rechte in die linke Hand. Die Hände so im Shiva Mudra und dann schließ deine Augen wieder sanft. Für ein paar Momente erlaub dir anzukommen. Richte dich ein zwischen Erde und Himmel. Finde Stabilität und Leichtigkeit. Und lass dich nieder in dir selbst und von dort aus beobachte. Sei offen für alles, was sich dir zeigt in diesem Moment. Spür deinen Atem, beobachte diesen. Erinnere dich, einatmen heißt, ich nehme mir Energie fürs Leben, ich will leben. Und ausatmen bedeutet, ich bin bereit, alles Alte auszuatmen und loszulassen. Und bring die Hände liebevoll zusammen vor dein Herz. Die Daumen ans Brustbein richte dich auf. Und such dir eine Intention für deine Praxis. Etwas, was deiner Praxis Tiefe verleiht, etwas, was dir Kraft schenkt, was dich glücklich macht. Und so pflanze dieses in deinem Herzen. Und mit dieser Intention lass uns die Praxis eröffnen mit drei gemeinsamen Ohm. Dafür atme aus, tief ein zu beginnen. Atme hier, spür die Länge in deinen Flügeln.
Gedanken. Dann löst die Finger, Fingerspitzen zur Decke, atme ein. Lass die rechte Hand zum Boden sinken und zieh den linken Arm rüber nach rechts, lang in deiner Seitbeuge. Beide Schultern weg von den Ohren. Erde dein linkes Gesäß, mach die linke Seite schön lang und dann atme zwischen die Rippen links. Tiefe, ruhige Atemzüge. Mit der Einatmung komm zurück in die Mitte. Mit der Ausatmung neig dich rüber zur anderen Seite. Erde die linke Hand und mach die rechte Seite lang. Streck den rechten Arm. Und auch hier lass die Schulterblätter integriert im Rücken. Und Erde, satt, beide Sitzbeine. Atmen, genieß den Atem. Und komm zurück in die Mitte, atme ein, führe die Hände geschlossen vor dein Herz, atme aus. Verschränk die Finger ein Finger weiter, schieb die Handflächen über vorne nach oben erneut. Und dann lande hier wieder, lass die Schultern sinken und atme tief und ruhig. Ein und wieder aus. Löst die Finger erneut, die Fingerspitzen zur Decke, atme ein und wir drehen nach rechts. Lass die rechte Hand hinter dir zum Boden sinken, nimm die linke Hand aufs rechte Bein. Roll die Schultern den Rücken hinunter, lass das Kinn über dem Brustbein und dann beatme hier deine Brust. Parivrita Sukha Asana, der leichte Drehsitz. Tiefe, ruhige Atemzüge. Komm zurück in die Mitte, spann die Arme über die Seiten auf, atme ein und dann dreh dich rüber nach links, atme aus, die linke Hand hinter dir, die rechte Hand aufs linke Bein und wieder heb dein Herz, dreh dich um deine Aufrichtung herum, nach links und beatme deinen Twist, bleib lebendig, tiefe, ruhige Ujjayi-Atemzüge. Komm zurück in die Mitte, spann die Arme über die Seiten auf und jetzt bring die Arme seitlich tief und verschränk die Finger einmal hinter dir, hinter deinem Rücken. Atme ein, heb dein Herz und zieh die Faust nach hinten und oben, heb den Blick sanft, lass die Schultern nach unten ziehen, lass den Nacken frei. Atme hier, spür die Rille zwischen den Schulterblättern, öffne dein Herz, Licht für dein Herz, atme. Und dann löst die Finger noch einmal die Arme über die Seiten nach oben, noch einmal vor dein Herz ausatmen. Die Daumen ans Brustbein, die Augen kurz schließen, atme hier in deinen Herzraum ein und lösend hauchen durch den Mund aus. Dann löst die Hände und komm auf deinen Weg in den Vierfüßlerstand, auf die Hände, auf die Knie. Nimm das Kissen zur Seite, Platz auf deiner Matte, gegebenenfalls Strümpfe ausziehen. Und dann bring die Knie unter deine Hüften, lass die Knie leicht geöffnet. Bring die Hände mit gespreizten Sternchen, Fingern unter deine Schultern. Und wir gehen in den Tigeratem. Atme aus, mach dich rund, rund, rund. Atme ein, mach dich lang, schieb dein Brustbein vor. Mit jeder Ausatmung runde dich genussvoll. Und mit jeder Einatmung komm in einen hohlen Rücken, geführtes Hohlkreuz. Mach das ein paar Runden für dich. Jede in seinem eigenen Tempo. Und es ist dir überlassen, ob du die Zehen lang hast oder die Zehen ungestört hast. Versuch die Bewegung vom Steiß bis zum Scheitel zu initiieren. Sie beginnt am Steißbein und endet am Scheitel. Genieß den Raum, der dir hier zur Verfügung steht. Der Rücken, der Bauch ist frei, die Flanken. Und atme alles aus, was du nicht mehr brauchst. Atme neue Energie ein. Atme alte, verbrauchte Luft aus, aus, aus. Nach deinem nächsten Katzenbuckel komm einatmen in eine neutrale Position. Vierfüßlerstand ganz stabil, die Bauchdecke sanft anheben, die Kopfkrone vor, wunderbar. Dann streck das rechte Bein nach hinten in die Luft,
Flex den Fuß, lass die Fußspitze nach unten schauen. Atme hier. Beide Arme gut gestreckt, die Armbeuge gleich nach vorne. Atme hier ein, heb den Kopf. Ausatmen, Knie und Stirn unterm Körper, mach dich rund. Zweimal so, einatmen Länge. Ausatmen, Knie und Stirn, runde dich, press die Hände in die Matte. Noch einmal so ein. Und ein letztes Mal, Knie und Stirn, aus, aus, aus. Einatmen, strecken, bleib hier. Und jetzt bring das rechte Bein zur Seite, nach rechts, rechts, rechts. Lass es sinken, den Fuß sinken in einer Linie mit dem linken Knie. Erde den Fuß komplett bis über die Fußaußenkante. Versetz gerne die linke Hand ein bisschen mehr unter der linken Schulter. Und dann heb den rechten Arm über die Seite nach unten und öffne dich. Daumen und Zeigefinger können sich berühren. Und du hebst dein Herz und atmest hier tief und ruhig. Ein und aus. Löst Daumen und Zeigefinger, atme ein und dann Fädel ausatmen, den rechten unter dem linken Arm durch. Zweimal so ein Flow, einatmen, öffnen, weiter. Ausatmen, Fädel. Wunderbar. Noch einmal einatmen hoch. Und ausatmen, einfädeln in den Twist. Einatmen nach oben, bleib hier, spreiz die Finger nochmal. Wunderbar, dann setz die rechte Hand zurück zum Boden und dann bring das rechte Knie zurück unter die Hüfte. Atme hier ein, schieb dein Herz nach vorne, atme aus, runde den Rücken, Katzenbuckel. Neutrale Position in der Einatmung, dich satt erden im Vierfüßlerstand, ausatmen. Dann streck dein linkes Bein lang nach hinten in die Luft. Lass die Ferse auf Sitzbeinhöckerhöhe ankommen. Der Fuß geflext, Fußspitze schaut nach unten, streckt beide Arme durch. Atme. Atme ein, heb den Kopf sanft. Ausatmen, Knie und Stirn unterm Körper. Einatmen, Länge. Nochmal ausatmen, Knie und Stirn, streckt die Arme durch. Einatmen, schieb den Fuß nach hinten. Ausatmen, Knie und Stirn. Einatmen lang, bleib hier, erde dich in der Ausatmung. Und dann öffne das linke Bein nach links bis auf Hüfthöhe. Lass den Fuß sinken in eine Linie mit dem rechten Knie. Verwurzel die rechte Hand unter der rechten Schulter und dann heb den linken Arm über die Seite hoch. Bring Daumen und Zeigefinger zusammen. Heb dein Herz, lass die Schultern schön integriert im Rücken und atme. Öffne dich. Löst Daumen und Zeigefinger, atme ein und dann fädel den linken unter dem rechten Arm, atme aus. Öffne dich wieder genussvoll ein und nochmal fädel, wunderschön aus. Einatmen, open up, mach dich weit und noch einmal einfädeln in der Ausatmung. Einatmen nach oben, um zu bleiben. Ausatmen, erde die linke Hand, bring das linke Knie zurück unter die Hüfte. Atme ein, schieb dein Herz nochmal vor. Atme aus, mach dich rund, rund, rund. Einatmen lang und ausatmen, schieb dein Gesäß zurück, bring die Stirn für einen Moment zum Boden, Kinderhaltung. Und spann die Unterarme, lass sie sinken. Zwei Atemzüge hier, entspann deinen Kiefer. Und dann streck die Arme wieder lang nach vorne, tauch auf in den Vierfüßleratem ein, stülp die Zehen um, schieb dich in den ersten herabschauenden Unteratem aus und dann beweg dich hier frei. Beug und streck die Beine und grüß die Rückseiten deiner Beine, beweg deine Taille. Lass den Kopf los, alles Schwere loslassen, abgeben. Dann heb beide Fersen mit der nächsten Einatmung. Lass beide Fersen tief sinken, atme aus. Heb beide Fersen, atme ein. Lass die Fersen jetzt oben, beugt die Knie minimal und schieb den Bauch in Richtung oben.
Oberschenkel maximale Länge, ganz viel Weite finden. Lass die Fersen in der Luft, streck die Beine, heb den Po höher, atme ein. Jetzt lass die Fersen nochmal ganz tief sinken, atme aus. Verlager nach vorne in die schiefe Ebene, setz die Füße zurück, atme ein. Schieb den Po wieder nach oben, herabschauen, herunter, atme aus. Zweimal so, einatmen vor, Stabilität, ausatmen zurück, Leichtigkeit. Einatmen vor, gerne hauchen, zurückschieben, ausatmen. Bleib im Herabschauen, Mund, justier gerne den Abstand der Füße, lass dein Herz nochmal schmelzen. Wunderbar. Schau nach vorne, hol den rechten Fuß vor, zwischen die Hände. Roll die Schultern zurück, schau, dass du zweigleisig stehst, komm auf die Mittelfinger, gucken. Lange, lange Linie von der linken Ferse bis zum Scheitel. Lass das linke Knie langsam sinken und einatmen, richte dich auf, nimm die Arme nach oben. Sanfte Rückbeuge, so ein bisschen tiefer ins Becken sinken, minimal weit werden, spreiz die Finger, wunderbar. Die Hände vor deinem Herzen zusammen, richte dich mehr auf und für den Prayer Twist bring den linken Ellenbogen außen an dein rechtes Knie. Spann die Unterarme auseinander und drück die obere in die untere Hand, dass die Hände mehr fürs Herz rutschen. Atme. Genieß die Drehung, belebe deinen inneren Körper mit deinem Atem, immer wieder Ujjayi etablieren. Komm zurück in die Mitte, nimm die Arme nochmal nach oben, atme ein und dann über die Seiten tief zum Boden atme aus. Einatmen, streck das linke Bein, ausatmen, zurücktreten, herabschauen, na gut. Wunderbar. Hier nochmal Herz schmelzen lassen, erden. Und dann schau nach vorne und hol den linken Fuß vor zwischen die Hände. Zwei Gleise stehen, Schultern loop, komm wieder auf die Mittelfinger, gucken. Mach dich langen Rücken, die rechte Ferse schiebt zurück, der Scheitel nach vorne, zieh die Füße energetisch zueinander, atme hier. Dann erde dein rechtes Knie, atme aus, nutz den Einatmenimpuls, um dich aufzurichten, nimm die Arme nach oben, lass das Becken direkt ein kleines Stück sinken und werde weit in deinem Herzen, spreiz die Finger, entspann dein Kiefer. Bring die Hände zusammen vor dein Herz, richte dich mehr auf, atme ein, Prayer Twist, andere Seite, rechter Ellenbogen nach links. Und dann drück die obere in die untere Hand, sodass die Hände mehr fürs Herz rutschen. Und genieße hier die Drehung, tiefe, ruhige Atemzüge. Komm zurück in die Mitte, nimm die Arme nochmal über die Seiten nach oben, atme ein und über die Seiten nach unten, atme aus. Einatmen, streck das rechte Bein, ausatmen, dreh zurück, herabschauen nach unten. Einatmen, komm auf die Knie, ausatmen, zieh die Zehen lang, Kinderhaltung, bring die Stirn zum Boden, die Hände nach hinten an die Füße, entspann die Schultern, den Nacken. Zweimal tief und ruhig ein und wieder aus. Und genieß den Kontakt zur Erde. Und dann nimm die Arme wieder lang nach vorne, spreiz die Finger. Und mit der nächsten Einatmung roll dich hoch in den Vierfüßlerstand. Nimm die Rundung raus, stülp die Zehen um und dann schieb dich wieder in den herabschauenden Rund. Genieß es, dich zu strecken. Lass dein Herz schmelzen, spreiz die Finger. Und dann lauf achtsam mit den Füßen nach vorne zu deinen Händen. Zieh dich einmal lang in die halbe Vorbeuge, atme ein. Und dann komm in die volle Vorbeuge, atme aus. Greif gerne deine Unterarme, lass dich hängen, lass die Knie sanft gebeugt, sodass du den Bauch ablegen kannst auf den Oberschenkel. Gerne Mini-Bewegung, den Kopf
loslassen, vielleicht die Hüfte leicht bewegen, das Becken. Und dann greift die Arme einmal neu und andersherum, nutzt das Gewicht der Arme, um loszulassen, dich hier bewusst hängen lassen. Kleine Grimassen, Gesichtszüge entspannen. Und ein weiches Gesicht. Löst die Finger zum Boden, komm in die halbe Vorbeuge, beugt die Knie, macht dich lang. Ausatmen, die ganze Vorbeuge, greift die Fersen. Nochmal halbe Vorbeuge, Fingerspitzen am Boden ein. Volle Vorbeuge, verneig dich tiefer aus. Noch einmal, mach die Flanken und den Rücken lang, atme ein. Vorbeuge, verneig dich, ausatmen. Einatmen, halb, bleib hier. Spann die Arme zur Seite aus, atme aus. Dreh die Handflächen nach oben und jetzt komm nach oben in den Stand, nimm die Arme nach oben, bis sie sich berühren. Und so zieh die Hände durch die Mitte vor dein Herz, atme aus. Und so lande für dich in Tadasana, aufrechter Stand. Erinnere dich an deine Intention vom Anfang der Stunde, lass diese nochmal aufblühen in deinem Herzen. Ein paar tiefe Atemzüge hier, spür die Füße fest verwurzelt. Lass die Kopfkrone nach oben streben, himmelwärts. Und dann öffne die Augen, atme aus. Einatmen, spann die Arme über die Seiten nach oben. Führ die Hände zusammen vor dein Herz, ausatmen. Zweimal so, öffnen, Raum greifen an. Hände vor dein Herz sammeln aus. Noch einmal so, einatmen, öffne dich. Ausatmen, Hände vors Herz. Wir gehen weiter, öffne die Arme, atme ein. Öffne die Arme seitlich, tauch ab, gern mit gebeugten Knien in die Vorbeuge aus. Halbe Höhe, zieh dich nochmal lang ein. Verneig dich, Vorbeuge aus. Rechter Fuß, Ausfallschritt, atme ein. Nimm links mit dazu, herabschau nach unten, atme aus. Verlager nach vorne, schiefe Ebene ein. Komm kontrolliert runter auf den Bauch, atme aus. Zieh die Zähne lang, kleine Kobra ein. Lass die Stirn wieder sinken aus. Zweimal so, Mini-Kobra, Schulter-Loop ein. Rippe für Rippe tief aus. Noch einmal so, einatmen, kleine Kobra. Ausatmen, wieder lösen, Stirn zum Boden. Stürmt die Zehen um, einatmen, langes Kinn, schiebt den Po zurück zu den Fersen. Und dann komm in den herabschauenden Mundatmen aus. Ist hier den Abstand. Und dann lass dein Herz wieder schmelzen, atme, press die Hände mit gespreizten Fingern in die Matte. Lebst du noch? Einatmen, hol den rechten Fuß vor, zwischen die Hände. Ausatmen, links folgt, verneig dich tiefer, vorbeugen. Spann die Arme seitlich auf, komm nach oben, atme ein. Und wieder die Arme aufspannen, abtauchen, vorbeuge aus. Einatmen, halbe Höhe, mach dich nochmal lang. Ausatmen, Vorbeuge, tief. Links tritt zurück, Ausfallschritt ein. Rechts folgt, herabschau nach und aus. Einatmen, verlager vor, stabiles Brett. Ausatmen, komm runter auf den Bauch. Nochmal fließen, Zehen lang in die Kobra, Herz vor und hoch ein. Rippe für Rippe abtauchen, aus. Mini-Kobra ein. Und wieder abtauchen, aus. Noch einmal so, Mini-Kobra einatmen. Und die Stirn zurück zum Boden aus. Stülp die Zehen um, schieb dich zurück, langes Kind ein. Und dann Gewicht in die Hände, komm in den herabschauenden Mundatmen aus. Den Abstand justieren, Füße fußbreit. Oberarme rotieren nach außen, die Unterarme leicht nach innen. Hol links den Fuß nach vorne, atme ein. Rechts folgt, verneig dich tief, atme aus. Spann die Arme über die Seiten nach oben, Handflächen berühren sich, hol die Hände vor dein Herz, ausatmen. Einatmen, öffne die Arme über die Seiten. Ausatmen, öffne über die Seiten, vorbeugen, verneig dich tief. Einatmen, halte, zieh den Rücken lang.
Ausatmen, Ganze. Diesmal schiefe Ebene, einatmen, lauf oder spring. Und komm runter, halb oder ganz. Cobra oder ein aufwärtsschauender Hund. Atme ein, wunderbar. Schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Atme aus. Hier genießt die Erde und atme tief und ruhig ein und aus. Und dann hebe dein rechtes Bein nach hinten und oben in die Luft. Atme ein. Schwing den Fuß vor, zwischen die Hände. Atme aus. Roll die Schultern zurück. Zweigleisig stehen. Nimm die Arme über vorne nach oben und komm nach oben in den Krieger 1. Setz dich tief ans Becken. Vielleicht das hintere Knie zunächst sanft beugen. Dafür den Oberkörper noch mehr aufrichten. Wunderschön. Sanfte Rückbeugen. Zieh die Füße energetisch zueinander. Atme. Ein Atemzug hier. Und dann atme nochmal ein und ausatmen, die Hände zurück zum Boden, zurücktreten, herabschauen. Einatmen, hebt das linke Bein weit nach hinten und oben in die Luft. Pull den Fuß nach vorne zwischen die Hände, roll die Schultern zurück, zweigleisig stehen. Nimm die Arme über vorne nach oben, Steißbein geht runter, der Oberkörper hebt sich, das Knie hinten. Rechts sanft beugen, dafür mehr Länge, mehr Weite im Oberkörper. Spreiz die Finger, heb deinen Herzpunkt, atme. Dann komm wieder zurück, die Hände zum Boden und zurücktreten in den herabschauenden Bund. Einatmen, verlager vor, schiefe Ebene. Ausatmen, abtauchen, deinen Weg nach unten, auftauchen, einatmen, deine Rückbeuge und zurück in den herabschauenden Hund, ausatmen. Einatmen, heb beide Fersen, ausatmen, beug die Knie, schau nach vorne, einatmen, lauf oder spring, halbe Vorbeuge, ausatmen, ganze. Einatmen, die Arme über die Seiten hoch, komm nach unten, Hände vor dein Herz, ausatmen. Die Augen für einen Moment schließen, nachspüren. Nimm die Arme neben den Körper, breite vor für Utkatasana, roll die Schultern zurück, atme aus. Und dann einatmen, nimm die Arme über die Seiten, neben die Ohren, setz dein Gesäß tief für Utkatasana. Schieb die Knie mehr nach hinten, sodass du deinen Fußspann komplett sehen kannst. Mach den Rücken schön lang, zieh die Schulterblätter runter, atme. Nimm die Hände hier vor deinem Herzen zusammen, schau nach vorne und jetzt verlagere auf die Fußballen und heb die Fersen. Drück die Hände fest ineinander, die Ellbogen nach außen und dann atme hier. Entspannt eure hübschen Gesichter. Erde die Fersen, nimm die Arme wieder neben die Ohren, atme ein. Die Arme seitlich tief, komm in die Vorbeuge, atme aus. Einatmen, halbe Höhe, Flanken und Rücken lang. Ausatmen, tief, tiefe Vorbeuge. Einatmen, schiefe Ebene, lauf oder spring. Und ausatmen, abtauchen, halb oder ganz. Cobra, der aufwärts schauender Hund, und ein. Und zurück in den herabschauenden Hund, atme aus. Wunderbar. Heb dein rechtes Bein nach hinten und oben in die Luft. Und dann beug das Knie, dreh das Becken und öffne die rechte Hüfte. Lass die rechte Ferse nach links sinken zum Gesäß. Streck beide Arme, lass die linke Ferse nicht ausweichen, atme. Versuch mal die Schultern zu leveln. Kopf schauen nach unten. Und dann streck das rechte Bein, level die Hüfte und hol den Fuß nach vorne zwischen die Hände. Setz den linken Fuß quer und flach, roll die Schultern zurück, bereite dich vor für Krieger 2 und dann kurbel dich nach oben. Der linke Arm zieht vor, hoch und zurück. Der rechte Arm kommt nach vorne. Wunderbar. Rechte Knie über den Fußgelenk rechts. Der Blick hält ihn.
nach vorn und dann zurück in Reverse Warrior. Wunderbar. Bleib hier, lass das Knie vor dem Schild gebeugt und atme. Streck den Arm schön. Und dann komm wieder in den Kriya 2. Streck das vordere Bein und bleib so breit, für so ein breites Trikonasana. Zieh jetzt wieder nach vorne über die rechten Fingerspitzen. Und dann lass die rechte Hand sinken, wo sie natürlicherweise hinfällt. Und heb den linken Arm nach oben. Wunderschön. Atme hier. Ujjayi. Die Form füllen mit Atem. Gewicht auf den hinteren Fuß, zieh dich nach oben, atme ein, beug das vordere Knie, Krieger 2, atme aus. Bleib nochmal hier einatmend und dann kurbel zurück zur Erde, komm zurück in den Herabschauen und wieder ausatmen. Wunderbar. Hier bleiben oder in Vinyasa, wie du möchtest. Vorverlagern, abtauchen, auftauchen und zurück in den Herabschauen. Heb dein linkes Bein in die Luft und beug das Knie, dreh das Becken, öffne deine linke Hüfte. Wunderbar, lass die rechte Ferse nicht ausweichen. Und du entscheidest, ob du dich so ein bisschen aufdrehen möchtest oder den Schultergürtel gelevelt hältst. Atme, spür die Hüftöffnung links. Und dann streck das linke Bein, level die Hüfte und hol den Fuß nach vorne zwischen. Roll Schultern zurück, verwurzel den rechten Fuß hinten quer und flach. Und dann kurbel dich auch hier hoch in den Krieger 2. Spann die Arme auseinander, lass dich tiefer sinken in dein Becken. Erde dich. Zieh die Füße von der Kraft zueinander, schau zuversichtlich nach vorne. Und dann leg die linke Hand auf, zieh dich nach vorne, atme ein und dann lehn dich zurück für Reverse Warrior. Mach die linke Flanke schön weit, atme hier, entspanne deinen Kiefer, tiefe, ruhige Atemzüge. Komm einatmen, zurück in die Mitte, spann die Arme auf, streck das vordere Bein. Lass die Beine sich schon breit geöffnet, zieh die Kniescheiben nach oben, verlager nach vorne für Trikonasana und dann lass die linke Hand sinken und heb den rechten Arm. Lass die Schlüsselbeine weit werden, die Arme in einer Linie. Wunderbar. Tief und ruhig immer wieder die Flanken beatmen. Nun erde mehr den rechten Fuß, zieh dich hoch, atme ein, beug das vordere Knie, atme aus. Hier nochmal einatmen und dann kurbel zurück zur Erde, heb die hintere Ferse, tritt zurück in den Herabschauen. Atme ein und durch die Lippen. Noch einmal so tief ein. Wunderbar, dann komm auf die Knie, atme ein. Mach eine Mini-Pause im Kind, atme aus, kannst die Hände unter die Stirn legen oder die Arme vorne lassen oder nach hinten an die Füße nehmen. Weich, weich im Gesicht. Verlängere die Arme nach vorne. Tauch nochmal auf in den Vierfüßler. Stimm die Zehen um, komm in den Herabschauen. Lauf die Füße nach vorne. Komm in die halbe Vorbeuge, zieh den Rücken lang, atme ein. Verneig dich tiefer, atme aus. Jetzt stell die Füße mattenbreit auseinander für Malasana. Die Fußspitzen nach außen, die Fersen ein bisschen mehr innen. Jetzt beug die Knie, setz den Po tief, richte den Oberkörper auf und nimm die Hände vor deinem Herzen zusammen. Schieb die Oberarme in die Beine, die Beine in die Oberarme. Und
entspannenden Kiefern, atme hier tief und ruhig ein und aus. Drück die Hände fester ineinander, versuch mal beide Fersen zu heben, den Beckenboden ein bisschen höher und dann balanciere hier nochmal. Lass es ruhig ein bisschen wackeln. Und dann erde die Fersen wieder. Löse die Hände, nimm die Hände nach hinten, setz den Po zum Boden. Stell die Füße dichter zueinander, nimm beide Arme nach oben, atme ein. Und dann kreuz die Arme, verneig dich nach vorne, atme aus, aus, aus. Bleib hier für einen Moment, für den Kontakt zur Erde. Dann heb den Kopf und roll dich Wirbel für Wirbel für Wirbel nach unten ab. Unten angekommen, stell die Füße erstmal lang und breit auseinander, leg die Knie entspannt aneinander. Dann stell die Füße parallel zueinander, Hüftgelenks schmal, sodass dein Fuß Platz hat zwischen den Füßen. Hol dir die Fersen zum Distanzgesäß. Nimm die Arme neben den Körper ganz dicht, Daumen und Zeigefinger berühren sich. Such die anderen drei Finger gut zu strecken, atme aus. Und für die Wärmekette einatmend, heb das Becken, löse die Arme, roll dich auf. Und ausatmen, roll dich wieder ab, Wirbel für Wirbel für Wirbel. Synchronisiere die Bewegung von deinem Rücken und deinen Armen und so fließe einfach in einem eigenen Tempo. Einatmen, weiter im Herzen, ausatmen, hemmungsvoll abkommen. Puls immer wieder über die Füße zum Becken, Atem, Bewegung, Bewusstsein synchronisieren. Schränk die Finger einmal anders herum, schau, dass deine Kehle Platz hat zu atmen. Halte die inneren Oberschenkel aktiv, magnetisiere sie sanft zueinander und fülle die Brücke mit Atempräsenz. Lass die Finger verschränkt und setz den linken Fuß ein bisschen mehr nach rechts in die Mitte und dann heb das rechte Bein nach oben in die Luft, hebt das Becken ein bisschen höher, schiebt die Fußsohle zur Decke, atme hier. Und dann beug wieder und stell den Fuß zurück zur Erde, versetzt den rechten Fuß ein bisschen mehr mittig, drückt ihn fest in die Matte und dann schiebt das linke Bein kraftvoll nach oben, hebt das Becken, atme hier. Beugt das Bein, stell den Fuß zurück zum Boden, heb jetzt beide Fersen weg von der Erde, lauf die Füße ein bisschen dichter, du kannst dir das Kissen nehmen oder die Hände an den Rücken stützen. Wenn du deine Teile
loslassen, nimm die Beine nach oben in die Luft. Wunderbar. Wunderschön. Schieb den Po in die Hände, heb den Herzpunkt, spreiz die Zehen. Wunderbar. Und dann atme hier tief und ruhig Ujjayi ein- und ausatmen. Rausche atmen. Licht einatmen, Dunkelheit ausatmen. Dich auch hier nochmal an deine Intention erinnern, diese aufblühen lassen in deinem Herzen. Noch drei tiefe, ruhige Atemzüge. Und dann beug die Beine behutsam und komm auf deinen Weg vorsichtig zurück mit den Füßen zur Erde. Heb das Becken, wenn du ein Kissen unter dem Gesäß hast, löst die Hände und roll die Wirbel wieder ab. Hier unten angekommen, nimm die Arme über den Kopf, atme ein und ausatmen. Greif mit den Händen nach deinen Knien, zieh die Knie zu dir heran und dann schaukel sanft von rechts nach links, von links nach rechts. Du kannst auch kreisen mit geschlossenen Knien. Schau, was dir gut tut, so den unteren Rücken massieren. Noch die Richtung ändern. Und dann halte inne. Lass die Füße zum Boden sinken. Öffne sie nochmal mattenbreit. Nimm die Arme auf Schulterhöhe zur Seite. Handflächen schauen nach oben. Voneinander atme hier ein und dann lass beide Knie rüber nach links sinken und roll den Kopf nach rechts. Und so lande hier in deinem liegenden Twist. Du kannst den linken unteren Fuß eventuell oben aufs rechte Knie legen, um die Drehung zu intensivieren. Und nur wenn es dir gut tut, ansonsten lass den Fuß am Boden. Entspann dein Knie und atme deutlicher ein. Und aus, 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 zieh den Bereich unterhalb des Nabels, am Ende der Ausatmung, ran und hoch. Alle alte Luft ausatmen, altes Verbrauchtes abgeben. Und dann spür den Einatmen, neue Energie, Licht, Liebe, einatmen und aufnehmen, sodass sich diese in dir verteilt. Löse erst den Fuß vom Knie, atme aus, einatmen, hol die Knie zurück und ausatmen, wechsel die Seiten, die Knie rüber nach rechts, der Kopf weich rüber nach links, zieh die Arme schön auseinander, erde die Schulterblätter satt und dann auch hier Variante, Fuß auf Knie, unterer Fuß auf oberes Knie, wenn du möchtest, weich in deinem Kiefer. Wieder mehr den Fokus auf den Atem lenken, spüren, wie die Bauchdecke sich hebt und senkt mit jedem Atemzug. Dir wieder vorstellen, wie du Energie, Prana, Lebensenergie einatmest, wie du Altes ausatmest. Und dann auch hier löst zuerst den Fuß vom Knie, atme hier nochmal aus, einatmen, hol dann die Knie zurück nach oben, ausatmen, leg die Knie aneinander und bring jetzt die linke Hand auf dein Herz, die rechte Hand auf deinen Bauch und hier spür dich, verteil dich in dir selbst, lass dich ankommen in jedem Winkel deines Körpers.
nach außen sinken, ruckel dich so ein bisschen zurecht. Finde dann deine Position, in der du sein kannst. Lass alles zur Ruhe kommen. Nichts mehr tun, nichts müssen, nichts wollen für die nächsten Minuten. Einfach nur sein. Shavasana. Thank you.
über die Seite, nach oben in den aufrechten Sitz. Setz dich auf dein Kissen. Leg zum Abschluss die linke in die rechte Hand, das Shakti Mudra. Die Augen sanft geschlossen. Lass deine Intention nochmal aufblühen in deinem Herzen, sodass du diese mitnehmen kannst in deinen Tag. Nochmal die Verbindung, erlaubt dir immer wieder auf das zu schauen, was dich verbindet, anstatt auf das zu schauen, was dich trennt. Und die Lösung liegt immer in der Verbundenheit. Und so lass uns die Praxis schließen mit einem Om und dreimal Shanti, ein kleines Om und dreimal Frieden. Atme dafür aus. Hilf ein fürs Om. Und dann danke ich euch für eure Zeit. Namaste. Namaste.